Ja, erstmal guten Abend, meine Damen und Herren. Damen auch dabei? Ja, eins, zwei, drei, vier. Freue mich besonders, dass Sie zum Zuhören und Zuschauen gekommen sind. Ich bin gebeten worden, zum Thema Energiewende was zu sagen und habe mich gefreut über den Titel, der da heißt Energiewende, Energiewunder. Und wir sind zu der Überzeugung gekommen, schon viele Jahre lang, dass eher das Wunder überwiegt als die Wendemöglichkeit. Und da die Energiewende ja Säulen hat, auf der sie steht, bin ich gezwungen, obwohl meine Gastgeber gebeten haben, dieses Thema recht kurz zu behandeln, auch die Säulen zu behandeln, ob die denn tragfähig sind für die Energiewende. Ich spreche über die Mythen, die nach unserer Meinung der Energiewende zugrunde liegen. Das einmal ist der Mythos vom anthropogenen Klimawandel und das zweite ist der Mythos vom baldigen Ende der fossilen oder Kernenergieträger. Beide zusammen sind tief verankert im kollektiven Bewusstsein dieses und anderer Länder und es lohnt sich doch mal zu hinterfragen, inwieweit das eigentlich stimmt. Und deswegen muss ich ein bisschen tiefer eintauchen und ich sage Ihnen voraus, nicht alle von Ihnen werden mich nach dem Vortrag noch leiden können. Vielleicht konnten Sie es nie, aber ich werde Ihnen einiges zumuten an fest eingefahrenen, kaum hinterfragbaren und selten auch so ausführlich dargestellten Dingen, die manche Weltbilder ins Wanken bringen werden. Lassen wir den Kleinkram mal beiseite. Beide Mythen, und das ist unsere feste Überzeugung, und wir sehen es täglich stärker, führen zur Deindustrialisierung dieses unseres Landes. Gucken wir uns die Akteure an. Das eine ist die globale Mitteltemperatur, die, wie wir wissen, alle vom anthropogenen CO2 nach oben getrieben wird. Das atmosphärische CO2 gibt ja einen Kreislauf. Dazu gehört eben die Komponente anthropogenes CO2 und das ist der besondere schlimme die besonders schlimme Komponente und die Energie, insbesondere die fossilen Brennstoffe. Zur Temperatur muss man sagen, das ist physikalisch ein fester Begriff, ist mit der Materie vor Ort verbunden und man versucht jetzt schon seit langem, Klimaforschung gibt es etwa seit 100, 150 Jahren, Temperaturmessungen seit Galilei 1630, ein paar zerquetschte, in Berlin-Brandenburg, Potsdam seit 1701, Dahlem nicht viel später. Ich habe hier aufmerksame Zuhörer, die das bestätigen können. Sind also schon lange bekannt, dass man es misst. Es ist auch bekannt, dass man lokale Temperaturen aufzeichnet, davon Tagesgänge ableitet, Monatsmittelwerte bildet und Jahresmittelwerte. Und das hat dazu geführt, dass man sich sagte, mein Gott, wir haben doch in Rom ein anderes Klima als in Berlin. Können wir nicht Klimazonen strukturieren, die uns ein bisschen sagen, was passiert eigentlich in diesen Landstrichen? Und wir alle wissen, es gibt ein mediterranes Klima und es gibt ein polares Klima und es gibt ein kontinentales Klima. Das ist also schon seit 100, 120 Jahren Stand des Wissens. In den 80er Jahren hat man dann begonnen zu sagen, Mensch, wir müssen uns um das Weltklima kümmern. Lasst uns doch mal versuchen, eine Welttemperatur zu ermitteln. Wobei ich gleich sagen muss, physikalisch ist es keine Temperatur mehr, sondern eine Zahl, ein Index, ein Mittelwert. Und das ist eine schwierige Sache, denn ich habe mal hier herausgezogen, wie denn die Extreme auf diesem Erdboden sind, auf diesem Erdball sind. Das eine ist in der Antarktis, da haben wir Minustemperaturen bis minus 89 Grad gemessen. Und wir haben andererseits in der Wüste, das ist in diesem Falle iranische Wüste, sogar gelegentlich bis zu plus 70 Grad erreicht. Also wir haben eine Differenz von 160 Grad Pi mal Daumen. Daraus eine Mitteltemperatur zu machen, wäre ein bisschen unfair, weil wir die Extreme nicht messen, sondern die Durchschnittswerte. Also habe ich mal gesagt, dann nehmen wir doch mal die Mittelwerte von tropischen und subtropischen Zonen, die liegen so bei 30, 32 Grad, stellen daneben, ich hoffe, Sie sehen das, die unterste Temperatur, das ist der Mittelwert der Antarktis, das sind minus 35 Grad. Wer meint, also an Antarktis wird viel schmelzen, der muss erst mal sagen, wie Wasser bei minus 35 Grad schmelzen kann. Aber ist ja Mittelwert. Und das sind 65 Grad Differenz. Kann man leicht ausrechnen. Wenn ich jetzt da die offizielle
anerkannte Mitteltemperatur der letzten 150 Jahre einzeichnen. Und das darf ich noch dazu sagen, Sie müssen mir kein Wort glauben. Sie können das alles selbst im Internet runterladen. Das finden Sie zum Beispiel auf der Webseite des Met Office in England, die das monatlich veröffentlichen. Dann sieht man diese rote Kurve. Also ich bin Ingenieur, Elektrotechnik, habe mich jahrzehntelang mit Mess- und Regelungstechnik beschäftigt und würde bei dieser Kurve sagen, Donnerwetter, das ist aber stabil. Wie kommt es bei diesen Extremen, dass der Mittelwert dieser Temperatur nur um wenige Zehntel Grad schwankt? Das sind ein Hauch. Das hat wohl auch einer der ersten Chefs des IPCC, des hierzulande Weltklimarates genannt wird, sich gedacht und hat deswegen, so wird jedenfalls ihm das zugeschrieben, Mr. John Newton, gesagt, wenn wir keine Katastrophen ankündigen, dann wird uns wohl keiner zuhören. Und da hat er sicher recht. Einer seiner Kollegen, auch so ein Aktivist der ersten Stunde, Stephen Schneider, hat dann gesagt, jetzt muss ich aber wirklich sehen, ob ich das ablesen kann, aber vielleicht können Sie es lesen, wir haben die Wahl zwischen ehrlich und wirksam. Wir müssen laut werden, wir müssen auch unter Umständen das Ganze so darstellen, dass es glaubwürdig ist, obwohl wir nicht sicher sind, dass es wirklich so ist. Stephen Schneider ist einer der Aktivisten, ich habe ihn noch gesehen in Kopenhagen 2009, inzwischen ist er verstorben, die das Thema weltweiter Klimawandel und Erwärmung mit Macht vorangetrieben haben. Übrigens noch ein Einschub. Als das Ganze begann, sprach man von globaler Erwärmung. Ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass kein Mensch mehr von globaler Erwärmung spricht, sondern nur noch von Klimawandel. An dem natürlich sind wir auch schuld. Und seit kurzem, ungefähr einem Jahr, spricht auch keiner mehr vom Klimawandel, sondern vom Extremwetter. Jeder Regen, jede Trockenheit, jede solare Hitzewelle ist jetzt Extremwetter und natürlich sind wir daran schuld. Wenn man jetzt sagt, wie machen wir das denn richtig interessant, dann kriegt man diese Ansicht. Das ist dieselbe Kurve, die Sie eben gesehen haben, nur mit einem ganz anderen Maßstab auf der Y-Seite. Dort haben wir nämlich eine Temperaturdifferenz in Zehntelgraden eingeteilt, wo wir vorher 1, 10, 15 Grad, 20 Grad hatten. Und da sieht die Kurve schon ganz anders aus. Das kann man nur machen, wenn man Referenzwerte bildet. Das ist auch sehr vernünftig, Referenzwerte abzuziehen von dem Variablen, damit man die Änderungen besser erkennt. Das ist eine ganz vielfach geübte Praxis. Anomalien heißen diese Werte dann mit großen Fehlerbalken. Aber lassen wir es mal so stehen. Diese Kurve zeigt jetzt mit 90-facher Verstärkung auf der Y-Seite plötzlich, was da passiert. Plötzlich ist diese winzige Änderung, die wir eben gesehen haben, eine große Sache. Insgesamt hat sich in den letzten 150 Jahren diese Kurve bezogen auf den Referenzzeitraum von 1961 bis 1990 um etwa 0,8 Grad verschoben nach oben, also wärmer geworden. Wobei, das darf ich dazu sagen, aus eigener Forschung, die Unsicherheitsbalken zumindest in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts mindestens so groß waren wie die Änderung selber. Aber lassen wir es mal so stehen. Diese Änderung, die wir da rechts sehen von Ihnen aus, ist jetzt das, was die Klimaleute vom IPCC sagen, ist die Gefahr. Das ist die Gefahr. Denn die geht Hand in Hand mit dem Kohlendioxid. Das kann man nun versuchen zu überprüfen. Und eine der Überprüfungsmöglichkeiten bei Prozessen, die nicht direkt miteinander verbunden sind, ist die Feststellung, ob Korrelation vorhanden ist oder nicht. Wir sind hier im Haus der Ingenieure, brauche ich nicht lange erklären. Es gibt mehrere Arten von Korrelation. Eine positive, das heißt, zwei Prozesse laufen in gleicher Richtung. Nehmen Sie die Zahl der Autos, nehmen Sie den Verbrauch an Benzin, das läuft korreliert und da ist Ursache und Wirkung ziemlich eng beieinander, aber nicht nur. Negative Korrelation, nehmen Sie die Steuergesetzgebung, habe ich neulich ein Bild in der Zeitung gesehen, das Steuerhandbuch ist jetzt dreimal so dick oder doppelt so dick wie vor 10 Jahren und das Geld in Ihrer Tasche wird immer weniger, weil der Staat immer mehr abgreift, das ist also eine deutliche negative Korrelation. Und dann gibt es aber noch eine ganz tückische Sache und das ist die Scheinkorrelation. Dafür ein Beispiel,
Die Zahl der Störche sinkt dramatisch, die Zahl der Babys sinkt dramatisch. Beide Prozesse sind eng korreliert, aber niemand hier von uns allen wird annehmen, dass da eine Ursache-Wirkungsbeziehung hinter ist. Also mit anderen Worten, Korrelationen sagen Ihnen, da könnte was sein an Ursache-Wirkungsbeziehung, aber wenn Sie nicht den Prozess dahinter erklären, dann taugt das Ganze nichts. Umgekehrt kann man aber sagen, wenn keine Korrelation zu erkennen ist, dann ist auch mit großer Sicherheit keine Ursache-Wirkungsbeziehung da. Und das möchten wir uns mal angucken, wie das ist. Zuvor möchte ich noch sagen, CO2 ist ja der Bösewicht in dieser Welt, insbesondere der anthropogene CO2-Eintrag, der liegt etwa bei 3% der Gesamtmenge, ist aber insgesamt nur ein Spurengas. Ich kann mich an meine Schulzeit erinnern, da hieß es, Spurengase sind zum Beispiel Argon, Kohlendioxid, Methan etc. etc. Und heute haben wir einen Anteil in der Luft von 0,039%, genau zu sein 0,0392%. Das sind nach in anderer Schreibweise 390 Part per Million ppm. Meine Mutter hätte gesagt, das trägt die Katze unterm Schwanz weg. Sie wissen, die Katzen laufen immer mit auch um den Schwanz durch die Gegend. Und 1850, so glaubt man, aufgrund von Proxy-Messungen, so nennt man es, also man kann es nicht, es gab zwar schon genaue Messungen, aber die wurden nicht genommen, bei 290 ppm. Das heißt, wir haben einen Anteil von heute knapp 4 Molekülen CO2 auf 10.000 Luftmoleküle und hatten vor 100 Jahren ein Molekül weniger. Das ist die Wirkmenge, die da eine Rolle spielen soll. Dann gucken wir uns jetzt die Frage an, gibt es denn dazu Korrelationen? Ich habe mal hier die Mitteltemperatur, die wir vorhin so über 150 Jahre aufgelöst gesehen haben, nur den letzten Teil der letzten 15 Jahre Ihnen dargestellt. Das ist die gleiche Grafik, das zappelt hin und her, da gibt es mal Spitzen und mal Senken und so weiter. Nach der Messung von CO2, die heutzutage recht genau ist, ist im gleichen Zeitraum die Konzentration von 362 auf 392 ppm gestiegen, 15 Jahren, also dramatisch hoch. In gleicher Zeit müsste laut den Modellen des Weltklimarates die schlechteste Version, also die einfachste, die ungefährlichste Version, die Temperatur um plus 0,3 Grad ebenfalls gestiegen sein. Der Trend, den man durchlegen kann, das macht Excel heute automatisch, Regressionsgrade sogar mit leicht negativem Trend, aber von null nicht zu unterscheiden. Also wir haben eine steigende CO2-Konzentration, wir haben eine fallende oder stetige Temperaturverlauf der sogenannten Welttemperatur. Ich würde sagen, da kann man nichts viel erkennen von Korrelation. Trotzdem hat einer der hauptberuflichen Klimaforscher, Latif, gesagt, es gibt keinen Grund, den Modellen zu misstrauen. Wir haben das alles wunderbar im Griff. Und die Modelle haben gezeigt, dass sie das können. Nach dieser realen Situation, den Daten, ist das nicht so. Und Richard Feynman, der berühmte Physiker und Nobelpreisträger, hat mal gesagt, die schönste Theorie ist wunderbar, sobald die Fakten und die Beobachtungen andere sind, taugt sie nichts. Dann muss sie neu gedacht werden. Egal, wer sie erfunden hat, egal, wie schön, wie harmonisch, wie gleichmäßig sie ist. Aber gut, auch in Deutschland ist das übrigens viel krasser. Obwohl der DWD, und das sind alles DWD-Daten, Deutscher Wetterdienst, sagt, wir haben eine schreckliche Erwärmung in Deutschland, können wir hier feststellen, dass das ganze Gegenteil der Fall ist. Es kühlt ab. Und zwar gar nicht so wenig. Um etwa 0,3, 0,4 Grad bezogen auf den Anfang. Der gleiche Latif, den ich eben schon zitiert habe, der immer noch gern in Talkshows und Fernsehsendungen aufgerufen wird, hat dann auch gesagt, es wird in Deutschland bald keine Schneewinter mehr geben. Das hat er im Jahr 2000, zufällig am 1. April, gesagt. Ich habe mal dann dagegen gehalten, was ein Bild von 2010 aus Automotorsport mir ins Auge gestochen ist, ein eingeschneiter PKW. Und zur gleichen Zeit war die Weltschneebedeckung auf der Nordhalbkugel so groß wie noch nie zuvor gemessen. Darf ich ergänzen, auf Deutschland bezogen?
wir haben jetzt den 5. zu kalten Winter in Folge. Wenn ich sage zu kalt, dann ist es irgendein gedachter Mittelwert, der ist die Normal. Der Normalwert, Wetter ist nie normal, aber das sagen eben manche Leute. Und wir haben den 5. in Folge. Ja, das ist schon nachdenkenswert. Gucken wir uns die Temperatur an der letzten 150 Jahre. Da wird es jetzt interessant. Und legen dadurch die CO2-Kurve. Das ist diese Orange-Kurve. Ich hoffe, es ist erkennbar. Jetzt gucken wir uns wieder an. Grob gesehen kann man sagen, da gibt es Korrelationen, aber gucken wir uns die Feinstruktur an. In den ersten 10 Jahren war sie negativ. Dann war sie positiv. Dann war sie negativ. Dann war sie positiv. Dann war sie negativ. Dann wieder positiv. Dann stärker positiv. Und jetzt, wie wir gesehen haben, wieder negativ. Das ist ein ganz merkwürdiges Verhalten. Nach meiner Kenntnis, ich bin kein Physiker, vielleicht kann mich da einer korrigieren, gibt es keine Ursache-Wirkungsbeziehung von zwei Prozessen zueinander, die die Richtung ihrer Korrelation wechseln. Das gibt es einfach nicht. Entweder geht es nach oben oder nach unten, aber nicht immer hin und her. Also auch da kann man festhalten, mit der Korrelation ist es nicht so weit her. Hier nochmal diese rote Gerade zeigt Ihnen nach rechts. Von da ab sind Messungen verfügbar. Und davor wurde an Eisbohrkernen das bestimmt, indirekt bestimmt. Die haben Fehlerbalken zwischen 50 und 2000 Jahren, nochmal so nebenbei bemerkt. Also die sind recht ungenau, aber nehmen wir sie mal so sind, wie sie da angegeben wurden. Frau Merkel hat dann gesagt, die hat es auch irgendwann spitz gekriegt, ja, aber der Anstieg, den wir jetzt haben, der war noch nie da und wurde gestützt natürlich durch Wissenschaftler vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung oder von den USA, vom GIS und was immer, die Mansche-Hockeystick-Kurve. Wenn wir uns aber diese Feinstruktur mal angucken, dann haben wir zweimal in den vergangenen 150 Jahren exakt die gleichen Anstiege gehabt, ohne jede CO2-Einwirkung. Sollte man da nicht beginnen zu zweifeln? Fazit. Das CO2, ich muss es jetzt ablesen, die mittlere Erdtemperatur steigt seit 150 Jahren bis vor 15 Jahren etwa leicht an. Sehr moderat, ob mit oder ohne CO2. Die Anstiegsraten waren dreimal gleich steil und in etwa auch gleich lang, ob mit oder ohne CO2. CO2 zeigt keine erkennbare Wirkung auf die Temperatur. Und ich könnte da weiter zurückgehen, 1000 Jahre, 10.000 Jahre. Erst so ab 400.000 Jahre zurück, dann kommen wir in den Al Gore-Bereich, die er bei seinem Unbequeme Wahrheit mit einem Fahrstuhl abgefahren hat. Da sehen wir Korrelationen, nur haben die einen Schönheitsfehler. Die Korrelation zeigt, dass erst die Temperaturänderung kommt und dann das CO2. Etwa mittlerer Abstand 800 Jahre mit starken Schwankungen zwischendurch. Eine Korrelation zwischen Temperatur und CO2 ist nicht zu erkennen. Das hat zur Konsequenz, dass man die Schlussfolgerung ziehen muss, entweder ist diese Wirkung nicht vorhanden, dazu tendiere ich persönlich, bei uns im Hause ist das umstritten, oder, und das ist die andere Seite, sie ist so marginal, dass sie keinerlei Grund zu einem irgendwie gearteten Vermeidungsprozess rechtfertigt. Das war der Akteur Klima und CO2. Jetzt kommen wir zum Thema Energie. Und da ist der zweite Akteur der Glaube, die fossilen Energieträger, neulich wieder am Dienstag, der Professor Lösch im zweiten, sind so endlich, dass wir jetzt schon riesige Aufwendungen machen müssen, um in Zukunft unseren Enkeln noch ein bisschen Tropfenöl zu hinterlassen. Frau Merkel hat das mal in der Vorstellung des Energiekonzeptes, November 2010, gesagt, das Zeitalter der fossilen Energien nähert sich dem Ende und wir wollen 80% erneuerbar haben, das wäre Weltrekord. Ich werde Ihnen zeigen, dass der erste Teil, der rot ausgezeichnet ist, hier falsch ist. Der zweite wäre richtig. Es wäre Weltrekord. Jetzt zeige ich Ihnen mal
eine Grafik, die stammt aus 2008, von verschiedenen Quellen zusammengestellt, über die Verfügbarkeit der fossilen und Kernbrennstoffe. Und dazu muss ich eins sagen, mein Vater, gut bürgerlich, hat mir ein Brockhaus hinterlassen, 20-bändiges Lexikon. Ich sehe einige jüngere Leute hier, das sind iPad-Generationen, nenne ich sie mal. Das sind diese Bände, wo man also enzyklopädische Wissen der Zeit untergebracht hat. Und worauf ich hinaus will, ist, der Band E erschien 1932. Das ist jetzt knapp gut 100 Jahre her. Nee, 80 Jahre, pardon, gut 80 Jahre her. Da steht unter E wie Erdöl. Das Erdöl reicht noch 40 Jahre. Jetzt sind wir 80 Jahre weiter und siehe da, das Erdöl reicht immer noch 40 Jahre. Wie kommt das? Ist man einfach dumm oder ist man nur wirtschaftlich schlau und sagt, wir brauchen gar nicht mehr sicher zu fördern, das verkaufen wir eh nicht in unserer Zeit, also machen wir das, wenn es soweit ist. Aber 165 Jahre waren die Ressourcen, die man noch im Boden vermutete, mit großer Sicherheit. Und inzwischen gibt es ja die Schiefergas- und Schieferölrevolution. Schiefergas ist schon lange gefördert worden, Fracking ist schon lange bekannt, 50 Jahre etwa. Das verlängert sich gerade um einige hundert Jahre. Beim Gas waren es 760 Jahre und auch das verlängert sich gerade um einige hundert Jahre. Bei Steinkohle sind es 2300 Jahre, bei Braunkohle noch ein bisschen mehr und bei Uran reicht die Skala nicht. Thorium, das ist also überreichlich vorhanden. Fazit. Weder fossile noch Kernbrennstoffe werden in den nächsten Hunderten bis Tausenden von Jahren knapp. Schlicht und ergreifend, das sind die Fakten. Und eine erfreuliche Mitteilung, England freut sich gerade, Meldung vom 8.2.13, dass seine Erdgasvorräte mittels unkonventioneller Förderung sich gerade auf 1500 Jahre erweitert haben, um 1500 Jahre erweitert haben. Ja, wir haben natürlich nichts Besseres zu tun, als zu sagen, wir verbieten diese Förderung. Wir sind ja die Guten. Deswegen, denke ich, sind das Mythen und wir verbrennen Millionen, Billionen. Nicht Millionen, nicht Milliarden, Billionen. Jetzt gebe ich Ihnen mal eine Kostprobe, wie so manche in unserer Politik ticken. Das Zitat stammt, ist überliefert worden von Professor Löschke, der es auf einem Vattenfall-Kongress vortragen durfte. Und da steht, ein hoher CDU-Politiker sagte mit im Brustton der Überzeugung, wenn es die Klimakatastrophe nicht schon gäbe, dann müsste man sie erfinden, um das die Leute zu veranlassen, das zu tun, was wir für richtig halten. Lassen Sie mal das auf Ihrer Zunge zergehen. Wenn das also so ist, da brauche ich jetzt nicht eingehen, 80% Senkung des CO2-Ausstoßes bis 2050, besser 95%, 80% Erneuerbare etc. etc., wissen Sie alles. Was bringt das dem Klima? Ich habe das mal die Balken aufgezeichnet, wie unser CO2-Mix sich dann senkt auf die minus 80%. Und wenn man die Formeln anwendet, die das IPCC veröffentlicht in seinen Berichten, dann bringt das sage und schreibe 0,021 Grad Celsius. Weniger Erwärmung als vorher gedacht. Das lässt sich natürlich nicht messen, ist es auch falsch, aber nur dahingehend, dass das IPCC einen Rückkopplungsmechanismus erfunden hat über Wasserdampf, der diese Wirkung dreimal größer macht, als sie gemessen wird. Wenn man die normalen physikalischen Formeln anwendet, dann sind es sogar nur 7000stel Grad. Aber was zahlen wir dafür? Wenn wir das durchführen, haben wir bald keine Heizung mehr in unseren Häusern. Klingt jetzt alles ein bisschen dramatisch, ist es auch. Wir erzeugen keinerlei Energie mehr durch fossile Kraftwerke. Ungefähr die Hälfte unseres Volumens von 800 Millionen Tonnen liegt etwa bei elektrischen Kraftwerken, die Braunkohle, Steinkohle oder Gas gefeuert sind. Ein bisschen Atomkraft dazu. Wir haben kaum noch Verkehr. Denn auch das ist ja ein CO2-Erzeuger und auch die Industrieproduktion geht in diesem Lande vor die Hunde.
Es sei denn, es bleibt noch übrig, das muss ich noch dazu sagen, eine Pro-Kopf-Erzeugung. Zurzeit haben wir rund 10 Tonnen pro Kopf CO2, von dann nur noch 2 Tonnen. Das ist etwa so, wie viel wir heute für die Landwirtschaft, für unsere Ernährung brauchen. Es sei denn, es geschehen mehrere, ich nenne es mal Energiewunder in Anlehnung an diesen wunderbaren Titel. Die haben aber zwei entscheidende Nachteile. Entweder verstoßen sie gegen geltende Naturgesetze oder aber sie verstoßen gegen ökonomische Gesetze oder beides. Warum? Die Energiedichte dieser, wir nennen sie NIE, neue instabile Energien, ist eindeutig zu gering. Die Volatilität erzwingt Speicherung. Und jeder, der sich ein bisschen mit Physik oder Elektrotechnik beschäftigt hat, weiß, Elektrizität lässt sich nicht speichern. Es gibt zwar Kondensatoren, Mikromengen, es gibt zwar Spulen, da kann ich magnetische Energie speichern, in jedem Generator, in jedem Motor ist sowas drin, aber großtechnisch geht das nur mit Wandlung. Ich muss also wandeln und Wandlung heißt Verluste und zurückwandeln erst recht. Der Flächenverbrauch aller NIEs ist riesig und die Kosten ebenso. Zudem, mangels der Speicherung, ersetzt kein einziger Windpark, so heißt ja der Euphemismus, kein einziger Solarpark irgendein konventionelles Kraftwerk. Mit dem einzigen Schönheitsfehler, die muss ich vorhalten, qua Gesetz sogar inzwischen, aber sie rechnen sich nicht mehr, weil ich ausgleichen muss. Warum ist das so? Die Energiedichte. Ich habe mal hier ein paar Zahlen zusammengetragen. Aufbereiteter Uran, Kernbrennstoff, hat 350.000 Kilowattstunden pro Kilogramm. 350.000. Gut, ich will die Atomdebatte nicht aufmachen. Lassen wir das mal die anderen tun. Wir verzichten darauf. Gas, 12 Kilowattstunden pro Kilogramm. Öl, 11 Kilowattstunden pro Kilogramm. Steinkohle, 8. Braunkohle und Holz 3. Und zur Vollständigkeit, obwohl das ein anderes Thema ist, habe ich nochmal Batterien dazu geschrieben. Bleibatterien etwa 0,033 Kilowattstunden pro Kilogramm. Und die besseren, aber wesentlich teureren Lithium-Ionen-Batterien haben 0,166 Kilowattstunden pro Kilogramm. Das bedeutet, anders als bei den Schildbürgern, die haben ja Sonnenlicht eingefangen, hätten es auch auf die Waage stellen können. Wir können also jetzt nicht Kilogramm mit Kilogramm Luft oder Kilogramm Licht vergleichen, aber wir nehmen mal die Fläche. Was ich hier habe, ist ein Vergleich zwischen Strom aus Kohle oder Wind. Das ist das, hier links sehen Sie es im Bild, das Kohlekraftwerk Wilhelmshaven, 750 Megawatt Leistung. Und daneben stehen drei Windkraftanlagen oder mehr der 1,5 Megawatt Klasse. Die werden heute kaum noch gebraucht, weil sie zu wenig bringen. Ich habe es trotzdem benutzt, um die gleiche Energiemenge rechnerisch zu erzeugen, weil der Wind eben nicht ständig bläst, sondern eher sehr selten. Die terrestrischen, also die Onshore-Windanlagen, haben etwa einen Nutzungsgrad von 20%, wenn sie hoch gut sind. Letztes Jahr waren es, glaube ich, 17, davor waren es mal 15%. Das heißt, 80%, 82%, 83% der Zeit stehen diese Stromfabriken still. Und da ich Strom nicht speichern kann, muss ich das eben erzeugen durch ein Kraftwerk. Wenn ich das aber nur rechnerisch ersetzen wollte, dann bräuchte ich 3000 Stück von diesen Dingern. Und das heißt, da wir die nicht dicht an dicht bauen können, Park klingt so schön, aber ist es aber nicht, und die hintereinander weg aufreihen würden wie auf einer Perlenschnur, dann hätten wir eine Anzahl von 3000 Stück und die würden die Länge von Berlin bis an die Atlantikküste Brest bedecken. Dazwischen könnten Biobauern dann auch schön ihre Getreide und Hafer anbauen, aber die Fläche wäre nötig. Und das nur ein einziges und auch nur rechnerisch. Solar. Das ist der derzeit größte Solarpark Europas. Finofort in Brandenburg. Sie werden ihn kennen. 182 Hektar. Das sind 1,8 Quadratkilometer. Bei ca. 8% Nutzungsgrad. Wind, onshore hatte ich gesagt, sind 20, 17%. Jetzt sind es 8. Wir haben etwa die Sonneneinstrahlung von Alaska.
die Brandenburger sind da auch nicht besser dran, liefert das Ding 58.870 Megawattstunden. Um das Kraftwerk Wilhelmshaven, was ich vorhin gezeigt habe, auch nur rechnerisch zu ersetzen, bräuchten wir 100 Mal diese Anlage mit Kosten 11 Milliarden Euro. Das ist 8-mal mehr, als das Kraftwerk kostet. Das bräuchten wir aber noch extra, also kommt das noch oben drauf. Volatilität. Ich will jetzt schneller machen, damit wir zu Ende kommen. Das ist die Windeinspeisung in einem ausgesuchten Monat Juni, glaube ich, 2011. Dazwischen schwankt das hin und her. Das geht ja auch mit der dritten Potenz, wie Sie sich vorstellen können. Das oben ist die installierte Leistung und das unten ist die abgegebene Leistung in der schlechten Zeit und das oben in der guten Zeit. Das dazwischen muss ausgeglichen werden. Das ist die jüngste Grafik, die ich habe. Die ist von vor einer Woche. Das sind 3 Tage im Februar. Nicht die Iden des März, sondern im Februar. Die grüne Linie sind 62 Gigawatt. Das ist die installierte Leistung aller PVA- und Windkraftanlagen in Deutschland. Und die grün-gelben Pünktchen da unten, das ist die summierte Wind- und Solareinspeisung in diesen 3 Tagen. Und das Graue ist der Bedarf. Der wurde durch Kraftwerke gedeckt, inklusive Kernkraft. Größer 100 Megawatt ist hier aufgelistet. Da ist die installierte Leistung, das ist die Spitze, die das Minimum, 0. Und das sind die Spitzenwerte, die liegen so bei 5000 Megawatt von 62, also 5 Gigawatt von 62 installierten. Das ist der Faktum im Anfang Februar. Das Faktum, Anfang Februar hatten wir es anders, da wurde zu viel Strom erzeugt. Das wurde entweder nicht abgenommen oder es jagte über Tschechien und Polen nach Österreich. Und die haben sich darüber beklagt und haben noch Geld von uns bekommen, damit sie das Zeug abnehmen. Jo, Speicherung. Das größte deutsche Pumpspeicherwerk ist die einzige vernünftige Methode, die es derzeit gibt, Strom zu speichern, ist Goldestal. Hat 1 Gigawatt für 8 Stunden. Also 8 Gigawattstunden ist die Leistung. Planungszeit 30 Jahre. Sagen wir, na gut, war die Wende. Das ist vielleicht heute 20 Jahre oder 15 Jahre. 11 Jahre Bauzeit. 600 Millionen Euro Kosten. Leistung hatte ich schon gesagt. Um 10 Tage Windstille bei 80% Erneuerbaren auszugleichen, bräuchten wir 413 Stück davon. Mengeneffekte bereits eingerechnet für 247 Milliarden Euro. Dass wir gar nicht die Topografie haben, versteht sich selbstverständlich und die Norweger wollen es auch nicht. Das nur mal zwischendurch. Der neueste Brüller bei der Speicherung ist Wind-to-Gas. Hier mal die Kette, die Sie aufbauen müssen, um aus Windstrom wieder Strom zu machen. Überall haben Sie Wandlungsverluste. Das heißt, der finale Wirkungsgrad liegt irgendwo zwischen 15% und 35%. Allein also um den Faktor 3 bis 6 wird der eingespeiste Strom verteuert, ohne Investitionen in Anlagen, Betrieb, Wartung und so weiter. Fällt also auch flach. Hier nochmal ein Bild, was die Speicherkosten sind. Da oben liegt Wind-to-Gas bei 80 Cent pro Kilowattstunde. Hier unten Pumpspeicherwerk bei 8 Cent pro Kilowattstunde. Aber auch nur dann, wenn man den billigen Strom, den nachts die Kraftwerke erzeugen, nutzen kann, um ihn tagsüber teuer zu verkaufen. Das geht aber heute nicht mehr, weil sie nicht mehr loswerden am Tage. Jedenfalls dann nicht, wenn die Solaranlagen fleißig liefern und der Wind ja auch. Wir haben die Vorrangeinspeisung, Sie wissen das vielleicht. Fällt also auch flach. Das Ganze geht in die Kosten und was für welche. Das ist eine Grafik, die die Einspeisevergütung aufsummiert zeigt pro Jahr. In Summe sind das heute 98 Milliarden Euro, die wir bereits abgedrückt haben. Wir Verbraucher plus die Industrie. Allein in 2012, so hat es die Frankfurter neulich berichtet, waren 20 Milliarden fällig. Dieser Strom, der so erzeugt wurde, hat knapp 3 Milliarden Euro gebracht. Das heißt, wir haben ein Verlustgeschäft gemacht von rund 17 Milliarden Euro. Kann man weiter fortschreiben. Aber wir haben auch noch eine Verpflichtung, 20 Jahre lang, je nach Beginn, diese Summen zu zahlen. Und das summiert sich auf, allein bis 2012,
auf rund 400 Milliarden Euro insgesamt, davon 98 bezahlt, also noch rund 300 Milliarden Euro übrig. Und bis 2015, das geht also exponentiell nach oben, sogar 570 Milliarden Euro. Tja, das bedeutet pro Haushalt, vier Personen, 20.000 Euro haben wir bereits Schulden und 27.000 Euro wären es bis zum Jahr 2015. Und dann kommt Herr Altmaier, getrieben von der Strompreiserhöhung, und sagt, verdammt, haben wir uns geirrt. Das kostet mindestens 1 Billion. Ich sage Ihnen, auch da hat er untertrieben, das kostet 2, 3, 4 Billionen Euro. Geld, was wir nicht haben. Damit werden Visionen zu Albträumen. Ich mache es jetzt schnell. Warum, weshalb, habe ich gesagt. Das sind die Preise für Strom in den USA, links, 10 Dollar Cent. Und bei uns 35 Dollar Cent, liegt am Wechselkurs, nur Dänemark ist noch teurer. Zusammenfassung. Die Energiewende ist zum Klimaschutz so untauglich wie unnötig. Sie funktioniert nicht. Die Knappheit konventioneller Ressourcen ist ein Hirngespinst. Die Energiewende verteuert und verschlechtert nur unsere konventionelle Stromversorgung, das Netz, das Beste, was es auf der Welt gibt, sagen Fachleute. Sie zerstört unsere Energieinfrastruktur. Sie erfüllt keine der Vorgaben noch das Versprechen der Merkel-Regierung. Ich habe Ihnen das Versprechen gezeigt. Stattdessen führt sie zum Exodus vieler Wirtschaftszweige mit dramatischen Verlusten an Arbeitsplätzen, und zwar wertschöpfenden Arbeitsplätzen. Nicht subventionierten Arbeitsplätzen, die sind reichlich vorhanden. Sie haben einige davon gezeigt. Das hat das Handelsblatt vor 1,5 Jahren veranlasst, diesen Titel zu schreiben, der leise Abschied der Industrie. Der ist inzwischen in vollem Gange. Die Schlagzeile von heute, die Deindustrialisierung ist bereits im Gange. Und zwar mit großer Geschwindigkeit, zunehmend. Die Firmen investieren nicht mehr. Sie erneuern nicht mehr, insbesondere die Grundstoffindustrie, sondern geht dahin, wo die Energie bezahlbar ist oder billig. Billige Energie ist ja die Voraussetzung für Wohlstand und damit unser anderer. Ich habe ein paar Bücher mitgebracht, die können Sie vorne mitnehmen. Freundlicherweise hat einer der Ihren hier sie erworben. Das geht über die Themen, die wir eben besprochen haben, von Dr. Günter Keil, ehemaliger Referatsleiter im Forschungsministerium. Die Energiewende ist bereits gescheitert. Da sind all diese Fakten und noch viel mehr drin. Dann ein Buch von mir. Da habe ich die Dinge über Klima und Energie zusammengetragen. Ist jetzt zwar schon 4 Jahre alt, in zweiter Auflage, aber nach wie vor sehr aktuell. Dann ein Buch von einer investigativen Journalistin über die tatsächliche, ich will nicht sagen Bemannung, des IPCC mit den weltbesten Klimawissenschaftlern. Weit gefehlt. Viele davon sind Aktivisten von Greenpeace und WWF, ohne jeden Abschluss, jedenfalls als sie Leitautoren wurden. Später haben sie nachgeholt, etc. etc. Können Sie alles in Ruhe nachlesen. Und handlich zusammengefasst die Klimalügen, die dazu führen, dass wir das tun, was wir jetzt tun. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld, ich danke Ihnen fürs Zuhören und bin gespannt auf eine Diskussion.